eure Vier spricht und es geht hier weiter mit dem nächsten Thema. Part Man, Part Machine. Wann sind wir unsterblich? Dazu begrüßt mit mir bitte den Puls 4 Moderator Florian Danner. Schönen Nachmittag. Herzlich willkommen auch von mir. Wer von Ihnen ist mit einem Verkehrsmittel da, das von einem Menschen gesteuert wurde? Auto, U-Bahn, Bus, Uber, Taxi, Car2Go. Wer von Ihnen ist mit einem Fahrzeug da, das autonom hierher gefahren ist? Gut, jede andere Antwort hätte uns jetzt auch gewundert. Der Neubart einfach nur so, glaube ich, aufgezeigt, damit er lustig ist. Also der Mann, der jetzt kommt, sagt, beim Game Changer Festival 2022 werden bei dieser Frage sehr viele Hände hochgehen. Auch hier zum Beispiel in Wien, wenn dann viele Menschen hergekommen sind, die mit einem autonom fahrenden Kleinbus mit 25 km/h durch die engen Gassen der Wiener Innenstadt getingelt sind. Aber reden wir nicht nur über das Auto, reden wir auch über Technologie direkt am Menschen, am Körper oder vielleicht sogar im Körper. Die Pulsuhr beim Laufen kennt jeder, aber wie wäre es dann zum Beispiel mit einem eingepflanzten Chip als Zutrittskarte für die Firma? Technology versus Humanity heißt sein neues Buch. Er ist Jäger und Sammler von Zukunftsszenarien. Er ist Futurist und Humanist und laut Wired Magazin einer der Top 100 Influencers in unseren Breitengraden. Herzlich willkommen, Gerd Leonhardt. Hi. Hallo, bitte. Dankeschön. Technologie und Mensch. Das hier ist unser externes Gehirn. Das ist unser zweites Gehirn. Telefonnummern, Banking, Dating, Musik, Film, Sport, nahe Zukunft, Banking, Versicherungen. Alles läuft hier drüber. Stellen wir uns vor, dass dieses Gerät 1 Million Mal so viel Power bekommt in den nächsten 10 Jahren. Eine Art von Supercomputer, dann ist das wirklich eine Art von Gehirn, ein zweites Gehirn, vielleicht sogar ein Ersatz für unser aktuelles Gehirn. Wir gehen in eine Zukunft, wo immer mehr Science Fiction Science Fact wird. Viele von diesen Dingen sind total gut und andere sind nicht so wahnsinnig gut. Zum Beispiel die automatische Sprachübersetzung. Ich kann jetzt endlich jemanden daten aus Japan, ohne dass ich wirklich reden muss. Ich kann es durch die App tun. Ja? Oder ich kann mich ein selbstfahrendes Taxi setzen. In Dubai gibt es dann Ende des Jahres selbstfliegende Taxis. Das würde ich auf keinen Fall zum Ausprobieren anraten. Aber ganz sicherlich so, Sie kennen Moore's Law. Momentan sind wir an dem Take-off-Punkt von Moore's Law. Wir sind nicht bei 0,001, dann verdoppelt das auf 0,002. Wir sind auf 4 und der nächste Schritt ist 8. Da sind wir heute. Wir sind in 7 Jahren 30 Mal so weit. In 30 Mal die Schritte rauf, geht senkrecht nach oben bei 1 Milliarde. Die Kinder meiner Kinder werden niemals wissen, wie sie selber ein Auto fahren. Sie werden keine CDs kennen, sie werden keine Bücher kennen. Sie werden nicht versuchen, Sprachen zu lernen vielleicht. Das wäre schade. Aber sicherlich kommt die Zukunft auch darauf an, dass wir diese Konvergenz von Mensch und Maschine sehen. Und da frage ich Sie, wie weit soll das gehen, diese Konvergenz von Mensch und Maschine? Das werden wir gleich im Panel diskutieren, aber ich glaube, ganz sicherlich ist die Frage, gute Technologie, die wir heute haben, wir können WhatsApp weltweit telefonieren, wir können Geld verschicken umsonst, wir können alle möglichen Dinge auf Spotify, wir haben 20 Millionen Songs auf Spotify, legal, ja, das ist Himmel, aber es gibt auch ein bisschen Hölle, ja, es gibt ein bisschen Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, Privatsphäre, und beide Dinge werden dramatisch anwachsen. Wir wollen nicht dahin kommen, dass die negativen Dinge von Technologie uns überschatten. Zum Beispiel, dass es künstliche Intelligenz gibt, die politische Entscheidungen trifft. Manchmal frage ich mich, ob Trump schon bereits eine AI ist. Ja. Kann ja auch sein, vielleicht gibt es deswegen, oder Erdogan, ne, die türkische AI. Aber da ist halt die Frage, wie weit gehen wir damit? Ja. Kommen wir in diese Zukunft, ja, diese Zukunft, wo wir bereits ja, ohne dieses externe Gehirn nicht mehr funktionieren, kommen wir an den Punkt, wo wir ein Happiness-Kit runterladen. Ja? Gibt es ernsthafte Vorschläge dazu,
dass wir sagen, dass wir versuchen, Happiness zu engineeren, zu produzieren. Ja? Also die 0,2 Sekunden, wo sie happy sind auf Facebook, wenn jemand sie liked, ja, die quasi auf 2 Tage auszuwälzen und zu gucken, wie genau hängt das jetzt. Und dann kommt die sogenannte Sofalarity, ne? Also nicht die Singularity, sondern die Sofalarity, wo wir alles übers Internet bestellen können und den gar nicht mehr bewegen müssen, wo wir eigentlich gar keinen Körper mehr brauchen. Der Körper ist unwichtig, oder? Hat man ja im Movie, in dem Film Her, habt ihr ja gesehen, wie unwichtig der Körper ist. Man kann auch über Computer Liebe machen. Also da kommen wir in eine Welt, wo wir sagen, Facebook zum Beispiel vor 3 Tagen bei der F8-Conference, ja, ist das neue Produkt von Facebook, Augmented Reality? Facebook will tatsächlich unsere Welt so augmentieren, dass wir ohne das gar nicht mehr wirklich leben wollen. Ja? Also es reicht nicht, dass wir sowieso alle schon da sind und andauernd um 3 Uhr morgens was posten oder so, sondern wir sollen noch weiter dort hineingezogen werden. Wir sollen digitale Kopien von uns erstellen. Das ist ja das, was sie tun. Ja? Die erstellen eine Kopie von mir. Und manchmal würde ich sagen, das kann sehr hilfreich sein. Zum Beispiel, wenn der Arzt eine Kopie von mir hat, dann kann er mir besser helfen. Ja? Aber was für eine Art von Vertrauen brauche ich da, wenn ich eine digitale Kopie habe? Google hat im Normalfall 25 Millionen verschiedene Daten von uns Usern. Aber Facebook würde ich sagen, vielleicht 500 Milliarden. Und jetzt kommt die Stimme hinzu. Das ist natürlich wahnsinnig convenient. Wir können da neue Dinge tun. Wir können vielleicht dort leben, wie Sie kennen vielleicht Black Mirror, ja, wo alles andauernd bewertet ist. Also sobald Sie ein anderes Jackett anziehen, gibt es eine neue Bewertung. Und so weiter. Computer, die bereits Gesichter erkennen können, Face Recognition, auch bereits im Einsatz von Facebook und anderen, kann auch sehr positiven Nutzen haben, aber ich nenne das manchmal die Himmelhölle. Ja? Also ein Platz, wo wir sagen, es könnte total gut sein oder es könnte total schlecht sein, ja? Weil Technologie ist moralisch neutral, bis wir sie anwenden. Lassen Sie uns keinen Fehler daran machen, in der Zukunft werden wir Technologie anwenden, die so viel Macht haben wie nukleare Energie, ja, nukleare Waffen. Künstliche Intelligenz, Quantum Computing, das Internet der Dinge, Genmanipulation, das ist 1000-mal so groß wie eine Bombe zu basteln. Es braucht eine Menge Energie, um eine Bombe herzustellen. Nein, man braucht Plutonium. Aber hier programmieren wir das. Wir kommen also in eine Welt, wo wir sagen, vielleicht wird das eine Art von Global Brain. Sie wissen vielleicht, dass Google jede Firma kauft, links und rechts, die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence und Deep Learning macht. Ja? Jeden Research Scientist aus der Schweiz, Österreich und Deutschland nach Silicon Valley bringt oder nach China, um einen Brain zu bauen. Die nennen das sogar the Google Brain. Ja? The Global Brain. Das ist das, was Google in 5 Jahren ist, sein will. Nicht mehr Search, sondern Google weiß bereits, was wir kaufen wollen, bevor wir überhaupt dran gedacht haben. Google hat bereits unser Sushi bestellt, bevor wir überhaupt den Gedanken gefasst haben, dass wir ins Restaurant gehen wollen und hat es vielleicht sogar gegessen für uns schon. Ja. Also wir kommen in eine Welt, die komplett vernetzt ist, Internet der Dinge, Cloud Computing, Robotics. Roboter werden so normal werden wie WhatsApp. Roboter, die auf dem Bürgersteig fahren und Dinge anliefern, Roboter, die unsere Alten versorgen, ja? Roboter, mit denen wir Beziehungen eingeben, da gehe ich nicht weiter drauf ein, das können Sie sich selber ausmalen, wo das hinführt. Also eine Zukunft, wo wir sagen, das ist ganz sicherlich die Frage, wer ist denn eigentlich Mission Control for Humanity? Ja? Wer kontrolliert das alles? Gibt es jemanden, der das alles kontrolliert? Die Frage ist, wir sind es nicht. Weil diese Daten sind alle in Amerika zu Hause, zu 95%. Also sind sie auch eben nach amerikanischem Gesetz bearbeitet. Und das ist ein Notstandsgesetz, wie Sie vielleicht wissen, seit dem 11. September. Diese Zukunft wird verwaltet von China und von Amerika. Das, glaube ich, könnte ein bisschen problematisch werden für uns, ja? Weil da sehen wir auch ganz klar einen anderen Unterschied noch, wenn diverse Diktatoren auftreten, um dieses Internet zu verwalten. Könnte das doch noch zu einem großen Konflikt führen. Denn was wir in Europa immer noch schätzen, ist ja kollektives Wohlsein sozusagen. Ja? Privatsphäre. Das sind Dinge, die Sie noch mal im Duden nachschlagen müssen in Amerika.
oder da im Dictionary, in Wikipedia natürlich nachschlagen müssen. Das Internet der Dinge, die vernetzte Gesellschaft, dort sehen Firmen, und ich arbeite mit vielen von diesen Firmen, einen Zukunftsmarkt von 7,4 Trillionen Dollar pro Jahr. Die totale Vernetzung. Gebäude, Pipelines, Sensoren, all das, was wir dort vernetzen können, ein digitales Nervensystem. Können wir uns ganz klar vorstellen, wenn das in der Stadt von Wien funktioniert oder überhaupt in Österreich, können wir vielleicht 20% Energie sparen. Können wir Logistik koordinieren. Super, aber gleichzeitig natürlich auch eine Welt, in der totale Vernetzung auch eben unser Gehirn vernetzt. Also wir selber auch vernetzt werden. Und wo genau kommt das hin? Ja, kommt es dahin, dass wir sagen, okay, stellen Sie sich vor, Sie sind heute eben Angriffsziel von Hackern. Sie können Ihr selbstfahrendes Auto schon hacken heute oder Ihren Fernseher, Ihren Smart TV. Ne? Dafür braucht ein Hacker 12 Sekunden übrigens. Sie sollten also immer einen Sticker oben drauf machen von der Kamera. Ne? Das ist Tipp Nummer 1, ja? Weil das kann selbst ich, und ich bin kein Hacker, in 12 Sekunden dann auf Ihrem Fernsehen machen. Wohin führt das? Ja? Click here to kill everyone. Ja? Also ein Internet von Banking, von Transport, von allen Dingen der Welt, also da kommen wir sicherlich in große Security-Probleme, in eine Himmelhölle. Ja. Und ich sage es ganz klar, ich bin ein Techno-Optimist, ich liebe Technologie, ich benutze sie jeden Tag, bin genauso abhängig wie andere. Ja. Aber ich frage mich, wo wissen wir überhaupt noch den Unterschied zwischen Himmel und Hölle, wenn es so weitergeht? Wie kommen wir genau dahin und wer bestimmt das? Haben wir noch Politiker, die das überhaupt verstehen? Die sich nicht die E-Mails ausdrucken lassen und dann über digitale Vernetzung reden, ja. Die vielleicht was von Robotics verstehen. Ja. Die Himmelhölle Arbeit ist vollkommen klar. Wir werden in einigen Ländern bis zu 50-60% aller Arbeitsplätze verlieren an intelligente Maschinen. Buchhalter, Fast Food, Piloten, Frachtflugzeuge, okay? Taxis, ja. Finanzberater, Anwälte. Wissen die Anwälte dort, die früher, okay, das macht jetzt der E-Discovery-Mechanismus. Ja. Werden neue Jobs dazukommen, aber sicherlich ganz große soziale Veränderungen. Security wird das Hauptthema. In 10 Jahren ist 80% des gesamten militärischen Spendings, also den Ausgaben, ist Cyber Security, ist Daten. Der neue Soldat ist ein Roboter. Ist das vielleicht eine gute Entwicklung? Ich weiß auch nicht, aber exponentielle Veränderung unserer Gesellschaft. Erst Musikbusiness, wo ich lange war, Medien, Publishing, in der Zukunft Banking, die noch auf dem Beach liegen, ja. Energie, das kommt auf einmal überall auf uns zu. Alles wird vernetzt. Daten sind das neue Öl, das hören Sie schon seit 10 Jahren. Ne? Aber jetzt, in 2016, zum ersten Mal haben Daten mehr erwirtschaftet als Gas, Öl und Nuklear zusammen. Nämlich 7,8 Trillionen Dollar. Google und Facebook besitzen 92% des digitalen Werbebudgets. Ja. Geht zu Google und Facebook. Das kann nicht gut sein für die Zeitungen, ja, oder für Fernsehen. Wohin führt das? Ja? Wie genau gehen wir da weiter? Die Zukunft ist, wie Sie hier, the age of tech. Ja. Früher waren es die Erdölfirmen, heute sind es die digitalen Plattformen. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage nur, früher haben wir uns dazu bemüht, Erdölfirmen Verpflichtungen aufzulegen. Ja, wir haben gesagt, wir müssen auch schauen, dass eure Externalitäten realisiert werden. Ja, machen wir nicht mit Daten. Ich glaube, das sind große Themen, die auf uns zukommen. Wir werden mit Maschinen reden wie mit einem Freund. Ja, das ist genau die Werbung von Microsoft und von IBM. Speak to a computer like a friend. Wie gesagt, nächsten Schritt können Sie sich wahrscheinlich gut vorstellen. Ja, die künstliche Intelligenz, die in der Wolke sitzt und mir sagt, was zu tun und zu lassen ist. Das ist so wie TripAdvisor, aber 1000-mal so clever. Wen ich heiraten kann, wen ich daten soll, welche Kinder ich kriegen soll, wer auf Bewährung rausgehen soll, wer die nächste Wahl gewinnt und so weiter und so fort. Das ist nicht utopisch, ist nur noch ein bisschen weg. Ist das praktisch oder ist das verführerisch? Also es ist super praktisch, ja, wenn wir in Japan mit irgendeinem Fremden auf Japanisch reden können. Ja. Wenn wir mit einer Maschine reden können, die Maschine sagt uns, was als nächstes kommt, zum Beispiel My Starbucks, eine App, mit der ich über das bestellen kann.
brauche ich nicht mehr anzurufen, sondern ich sage einfach der App, was ich will, und die bestellt das bei Starbucks für mich, ja, oder das andere, was Google jetzt macht, Google Home. Good morning, guys. Okay, Google, tell me about my day. Good morning, Alex. Traffic to work is heavy. It is 45 minutes by car. Hey, Google, tell me about my day. Good morning, Ross. At 10 a.m. you have your... Hey, Google, wie kann ich mein Sexlife verbessern? Ja. Jetzt versteht Google meine Stimme und kann sie unterscheiden von der Stimme von anderen Leuten im Raum. Ist es verführerisch, praktisch? Keine Ahnung. Ja. Beides. Ich kann mir vorstellen, dass es total gut ist. Ja. Das ist die Konvergenz von Mensch und Maschine, von, wie ich es nenne, von Algorithmus und von Androrhythmus. Androrhythmus ist ein Fake Word, ja, also menschliche Dinge, Gefühle, Empathie, Zuneigung, Verhandlung, Erfinden, Kreativität. Unser Leben wird nämlich nicht von Algorithmen bestimmt. Ja, unser Leben wird von menschlichen Dingen bestimmt. Wir senden auf 1000 Kanälen die ganze Zeit. Wir senden nicht auf einem Datenkanal wie das Handy. Ja, wir leben auf einer ganz anderen Größenordnung der Androrhythmen, die dann zusammenkommen und uns Dinge ausmachen. Und wohin führt das? Die Verschmelzung von mir. Wie weit würden Sie gehen, um ein Cyborg zu werden? Das werden wir in der nächsten Diskussion. Ja. Was gewinnen wir wirklich daran? Ja. Ein External Brain, vielleicht mein Neokortex direkt zum Internet verknüpfen und niemals zu sterben. Verführerisch. Teuer. Ja. Sicherlich das größte Business der Welt ist zu überlegen, wohin das geht, was genau. Eine Art von Upgrading. Ja. Wie können wir uns upgraden mit Augmented Reality, mit dem Computer, der unser Gehirn, unser niederwertiges Organ besser organisiert, wo es weitergeht, eine Art von GERD-Roboter, der von IBM analysiert werden kann. Sind unsere Leben wirklich computable? Ich konnte kein gutes deutsches Wort dafür finden. Also, kann eine Maschine sie kopieren? Are people computable? Ich würde sagen, eher nicht. Ich würde sagen, wir gehen in der Zukunft, wo wir darüber nachdenken müssen. Ich glaube, wir sind eben nicht fancy machines, wie man sagt in Amerika. Wir sind nicht an dem Punkt, wo wir sagen, das ist eigentlich das, was wir wollen. Maschinen können lernen, Cognitive Computing, aber wir denken nicht mit dem Kopf, wir denken mit dem Körper, wie Kahneman schon lange gesagt hat. Was immer einfach ist für Menschen, ist schwer für Maschinen und andersrum. Das ist unsere Zukunft. Ich glaube, das ist ein Platz, wo Maschinendenken keinen Platz hat. Künstliche Intelligenz, total wichtig, aber niemals in der Art und Weise, wie wir das bei Ex Machina gesehen haben. Ich glaube, das ist auch noch eine Weile weg.